Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trainsable 3 hier auf meinem Kanal. Und es gibt heute wieder neuen Inhalt für euch, und zwar ganz viel neuen Inhalt. Drei neue Maschinen haben heute das, Licht der Welt erblickt. Nein, es sind keine neuen Maschinen, es sind Repaints, mehr oder weniger, aber dafür ein Haufen neue Szenarien. Die Preise, die kenne ich jetzt an dieser Stelle noch nicht, weil ich das Video jetzt im Voraus aufnehme, und bei Steam ist, soweit ich gesehen habe, das Zeug noch nicht im Vorbestellen möglich. Deswegen kann ich euch da erstmal noch keine Preise nennen. Ich gucke jetzt vorsichtshalber nochmal nach, bevor ich euch total im Blödsinn nehme. Nee, aktuell nicht im, zum Vorbestellen. Ihr werdet jetzt auch gleich was sehen, was ihr einfach mal gekonnt ignoriert. Würde ich euch einfach drum bitten. Da müsst ihr euch noch zwei Tage gedulden, bevor wir uns den neuen Inhalt anschauen. Aber heute soll es erstmal um die neuen Maschinen gehen. Dazu gehen wir mal auf die Zughalle. Dort haben wir dann im Fahrplanmodus hier neue Maschinen. Und zwar haben wir hier die SD70 ACE, und die wird jetzt auf der auf dem Cajon Pass ihren Weg finden. Dann haben wir hier die Baureihe 401 nochmal in der Öko-Variante, sag ich mal so schön, mit dem grünen Streifen. Und dann haben wir hier oben noch die 337. Die anderen zwei neuen Geräte, die ignoriert ihr einfach mal. Die habt ihr jetzt nicht gesehen. Die gibt es hier auf jeden Fall ja dann ab übermorgen zu sehen. Dann haben wir hier noch die Baureihe 103, die jetzt auch in einer neuen Variante eigentlich. Ne, oder ist das die hier? Ja, wo ist sie? Da haben wir eigentlich zwei davon. Wo ist sie denn? Da fehlt doch ein Hügli. Einer fehlt. Einer fehlt. Da müssen wir mal gucken, dass wir den woanders finden. Und zwar, wenn wir in die Szenarien gehen. Eisenbahnreisen. Kurz reingucken hier. Weil den ICE mit der Regenbogenlackierung gibt es auch noch. Aber es kann sein, dass wir den vielleicht einstellen müssen. Das ist der Kassler König. Da noch mit drinne oder so. Ne, sieht nicht so aus. Also, wir haben auf jeden Fall. Wo finde ich jetzt diese blöde Lackierung? Mache ich einfach hier unten. Auf Querfahrstrecke Kassel-Würzburg. Dann gehen wir mal auf den Fahrplan. Da müssen wir das können. Nö. Persönlich, Creators Club, warum? Wo ist denn das Ding? Hallo? Warum du nichts da? Eigentlich soll in der Regenbogenlackierung das Ganze da sein. Also wenn wir jetzt mal auf die Strecke auswählen gehen und ich nehme dann nochmal Kassel-Würzburg, dann seht ihr das. Oh. Da haben wir in grüner Bewegung und wir haben die Pride parat. Frage ich mich natürlich nur, warum das Repaint dann nirgendwo drauf ist. Keine Ahnung. Also, wir wollen heute auf jeden Fall mal hier erstmal die 401 in der grünen Lackierung bewegen. Eine halbe Stunde soll das Ganze gehen. Aber dazu müssen wir kurz mal ins Trainingszentrum gehen. Da haben wir nämlich auch ganz viel neues Trainingsmaterial bekommen. Wir haben hier nämlich mal wieder eine Baureihe 401. Und die muss ich euch natürlich zeigen, damit das hier alles seine Richtigkeit hat. Und deswegen müsst ihr da jetzt mal den sauren Apfel beißen. Aber wir werden das Szenario natürlich heute auch noch spielen. Meine Überlegung war ja eigentlich, dass ich euch heute alle drei neue Lokomotiven zeige. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich werde euch morgen noch eine von den neuen zeigen, bevor wir dann übermorgen auf unsere neue Strecke gehen, von der ihr jetzt ja schon ein bisschen was gesehen habt. Aber jetzt erstmal die Einführung zur Baureihe 401, die ja noch gar nicht so lange her ist. Ach, da ziehen wir konsequent durch. Da ist sie. In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb des, der Baureihe 401 zu... Okay, wir kriegen keine Tonausgabe mehr, oder was? In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentliche Fahrsteuerung und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein. Das gibt's doch gar nicht. Keine Sprachausgabe mehr. Hier wird ja immer mehr gespart. Gut, machen wir hier erstmal ein Thumbnail gleich mal fertig. Ah, muss ich oder Döns hier ausmachen. Ja, ja. Oh, da ist sie. Wunderschöner grüner Lackierung, die mir gar nicht mal so gut gefällt. So, wir sollen hier mit diesem Ding da fahren. So, aufrüsten wollten wir das Ding eigentlich aus dem FF inzwischen. Ja, wir setzen uns hin. Zack, bumm. Richtungswender. Ich werde da jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Schalten Sie den Hauptschalter und die Instrumenten. Machen wir auch. So, die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anderen mitzuteilen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Ah, klar. Kennen wir doch. So, aktivieren Sie die Bremsen mit Hilfe des Bremsschlüssels.
Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Oje, oje. So. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. So, der Zug ist jetzt abfahrbereit. Lösen Sie die Bremse und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Sie werden eine Runde um das Trainingszentrum herumfahren und dann versuchen wir, an dieser Station anzuhalten. Okay, dann legen wir den Hebel mal auf den Tisch hier. Soll ich das jetzt... Ich lese das jetzt vor. Eiskalt bin ich. Da bin ich jetzt mal rigoros und eiskalt. Ja, geil. Ah, nee. Ja, gut. Muss ich ja nichts zu sagen, oder? Freunde. So, 70 km/h soll mal reichen. Ich finde das witzig. Bin mal gespannt, ob bei den anderen zwei Einführungen auch die Tonausgabe dann fehlt entsprechend. Schon geil, dass mir die Einführung nochmal draufgehauen hat. Stellen Sie den Fahrschalter auf aus. Vorhergestellt zwischen 1989 und 1993 war der IC1 der erste deutsche Hochgeschwindigkeit. Obwohl sie so aussehen und betrieben werden wie Elektrotriebzüge, bestehen IC2-Zugverbände aus zwei Baureihe 401 Triebfahrzeugen und bis zu 14 Zwillingen. IC1 hat eine maximale Betriebsgeschwindigkeit von 208 km/h. So, die Hauptschleife soll man vorbeifahren. Ich glaube, ihr merkt schon, dass ich das hier gerade so ein bisschen gar nicht so, also dass ich das eher albern hier gerade, also albern finde. Aber na, ja, also das DLC, ne, das ist für Kassel-Würzburg. Also nur mal so, jetzt mal so ein kleiner Denkanstoß, ne. Das DLC ist für Kassel-Würzburg. Kassel-Würzburg ist mit der Baureihe 401 gekommen, ne. Ist das jetzt Beschäftigungstherapie oder... Was soll das Ganze jetzt hier darstellen? Mir jetzt nicht so ganz bewusst. Ja. Beschäftigungstherapie für den Ramagani, damit er mehr Einführung machen kann. Weil ihr ja so gerne meine Einführung seht. Also sorry, das kann man doch nicht ernst nehmen, oder? Ich meine, das Ding kommt für Kassel-Würzburg. Und wenn das jetzt für Köln oder so wäre, dann hätte ich ja gesagt, ja okay, es kann ja sein, dass derjenige Kassel-Würzburg nicht hat. Deswegen jetzt, ne? Was mit dem Regenbogen? Das ist die, das ICE, das würde mich jetzt eher interessieren. So, wir nähern uns dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um den Zug einem sanften Halt zu bringen. Ich habe so vorgelesen, wie es da steht, ne? Bremskraft am. So, wir haben noch ein bisschen Meter vor uns. Dass sie noch ein bisschen rollen. Da haben wir noch genug Zeit. Erstmal die Schleife komplett umfahren hier. Also mit den drei Lok-DLCs bekommt ihr drei Szenarien für Car-Home-Pass, drei Szenarien für die Southeastern High-Speed und nur zwei Szenarien für Kassel-Würzburg. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich nochmal gucken, wo ich den Pride sehe. Also wo der zu finden ist, weil ich gehe eigentlich davon aus, dass wir da auch nochmal eine Einführung für kriegen sollten. Gerade weil der ICE-3 ja... glaube ich, keine Einführung bei Kassel-Würzburg hatte. Wenn ich mich nicht irre. Das werde ich jetzt aber gleich nochmal offline nachgucken, dann kann ich das nämlich im passenden Video auch erzählen. Also wie gesagt, das hier ist für mich jetzt nämlich Beschäftigungstherapie. Das weiß ich nicht, ob das nötig war. Ihr wisst ja, ich spreche, auch wenn das Gedöns hier bei mir ankommt, ich spreche es trotzdem immer beim Namen an. Nichts schönreden, das hat keinen Sinn. So, da sind wir. Mal in die Vollbaumstellung. Wir halten so an, wie wir abgeholt haben.
Wir sollen ja am ganzen Bahnsteig stehen. Fahrkarte zählt ja auf dem ganzen Bahnsteig. Da stehen wir. Gute Arbeit. Dieser Zug ist zu einem sicheren Halt gelangt. Wir können jetzt die Türen Freigabe benutzen, um ihn zu öffnen. Hallo, machen wir. Fahrgäste einsteigen. Und verriegeln. Und dann soll es das auch schon gewesen sein mit dieser kurzen Einführung. Und dann bekommt ihr gleich schon das erste Szenario. Was genau heute noch so passiert? Fahren Sie jetzt die Hauptstreife noch einmal ohne Einladung. Hör mal, wie sieht's. Euer Ernst? Okay. Ja, mache ich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, das war jetzt aber überraschend, Freunde. Cool. Naja, machen wir. Noch da flexibel. Was will, dann machen wir das. Aber dann geben wir jetzt auch Vollgas. Bis zum Tunnel. Mal gucken, wie schnell wir da werden. Ich denke mal schon, dass ich in der Lage bin, das Ding sicher nochmal wieder zum Stehen zu bringen. Und damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber, ja, so, nun gut. Da muss ich direkt mal Beschwerde einreichen, das Szenario, oder die Einführung geht länger als 10 Minuten. Kann mich noch erinnern, als Train Simulator 3 mit diesem Trainingsring hier herausgekommen ist, da haben wir einfach mal am ersten Abend so viel Blödsinn auf dem Discord gemacht. Haben versucht, da irgendwelchen Radage zusammen zu basteln. Wenigstens ist es kein hässliches Modell, ne? Kann man nicht sagen. Es ist halt die Frage, ob man jetzt wirklich für diesen kleinen grünen Streifen da noch mal extra Geld bezahlen will. Na, ich wollte ja noch mehr Gas geben. Ich wollte ja Gas geben, bis wir im Tunnel sind, ne? Dann können wir immer noch bremsen. Schön ist das Modell, ohne Frage. Aber es ist halt wirklich... Ich bin mal gespannt, was der Spaß kostet. Bis jetzt habe ich noch keinen Preis gesehen. Ich glaube, die Dinger werden auch wieder einzeln verkauft. Also die, so wie bei dem ersten Lok-Bundle auch. So zwei Runden abgedreht. Da haben wir noch zwei Lokomotiven vor uns und dann habt ihr die beiden neuen ja auch schon gesehen. Jetzt natürlich, weil ich die PLCs jetzt auch schon mit installiert hatte. Da werden wir uns aber noch bis zum 24. gedulden müssen und da bekommt ihr dann ja auch einen Livestream am 23. genau. Da bekommt ihr dann ja auch einen Livestream am 23. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Mal hier gucken. Dass ich jetzt keinen Blödsinn erzähle. Weil eigentlich war es der 23. Ich sollte da abends im Namen von DT im Livestream machen. Ja, da genau, am 23. Ja, passt. Genau, wunderbar. Dann würde ich sagen, halten wir hier an. Schnellbremsung. Zack, bumm. Natürlich Störung, ich habe auch eine Schnellbremsung eingeleitet. Aber gute Arbeit. Damit waren, wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Durchgangs. Die hätten ja 1:1 den Text, den sie ja schon mal aufgenommen haben, da einfügen können. Was sie ja, glaube ich, sowieso teilweise machen. Haben sie hier an dieser Stelle ausgespart. Schon witzig, ey. Na, nun gut. Wir sehen uns im Szenario mit der Baureihe 401 dann wieder. Da lade ich euch natürlich recht herzlich ein, wieder einzuschalten. Wenn es euch gefallen hat, denkt ans Abonnieren. Glocke aktiviert ihr. Und dann dürft ihr natürlich wie immer sehr gerne auf den Discord kommen. Däumchen nach oben vergessen. Kommentare, die beantworte ich immer wie
immer persönlich. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ihr in letzter Zeit so viele Kommentare da lasst, weil das gibt auch außerhalb mit euch zu kommunizieren. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann sehr gerne Mitglied werden. Ab 99 Cent im Monat könnt ihr mich aktiv unterstützen und damit werden Community-Projekte auf die Beine gestellt. Euren Spenden oder eurer Mitgliedschaft. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Nö, Däumchen nach oben. Eingehauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.